Jo, hallo und herzlich willkommen bei der Familie Steiner und bei Sims 2. So, seit geraumer Zeit haben wir Nachwuchs bekommen. Der Versorgung, das klappt nicht so gut. Die Haus-Babysitter, der taugt nicht so viel. Und unsere. Ja, die haben es nicht so drauf. Ne? Also kann ich mal aufräumen. Aufräumen, so. Runter. Und dann gehen wir play. Jetzt regnet das mal wieder. Ups, was ist da los? Also jetzt scrollt er uns dahin. Jetzt ein bisschen Grund, dass er uns hier hinscrollt. Nö. Oh. Was holen. Und jetzt wird es gut, ne? Ja, gerade richtig. Ich nehme das ab hier. Schau nicht mal. Wetter. Oh. Der Wetter ist ja auch ein bisschen. Recht. Das ist ein sehr lautes Gewitter. Ein sehr lautes Gewitter. Kaffee trinken. Gibt es eine Energie, so. Hunger hat sie auch. Zubereiten, Essenvorräte prüfen. Asche geben, nein, trinken, Snack knabbern, Süßigkeit essen, Abendessen. Essen, natürlich serviert. Mehr, was haben wir denn da noch? Reste nehmen, Reste nehmen. Wenn wir noch Reste haben, dann sollten wir Reste essen auch, ne? Jetzt ist ein Kaffee, okay. So, der hat ja nun die Reste verbannt. Eine Brotzeit, aber ich könnte essen. Komm zu Hause, wenn man noch viel verdient, ne? Oh ja, der ist auch ganz unten energietechnisch. Wow. Hallo. Hier ist er. Der überlegt sich erstmal schlafen, ne? Ja, er hat sich erstmal schlafen. Was ist da los?
Steht er so? Wollt ihr jetzt nicht schlafen gehen? Gericht fehlen, ja, das ist okay. Das ist richtig so. Also er wach. Also, da kannst du mal sie anknütteln und dann. Nein, dann hier geht er weg liegen. So. Und Hunger hat er nicht. Spaß ist auch noch so. Tschüss. Das hat aber keinen Spaß bei ihm. Freunde auch nicht, was? Entspann mal. Sie hat das auch mal entspannen, aber das ist eine Tage und so. Hier ist noch. Benutzen. Nutzen und die Energie ist auch unten. Spaß hat sie auch nicht. So, dann mach das mal eben. Dann kommen wir nach oben. Und dann Streiche spielen. Wertschätzen. Wertschätzen. Rücken kraulen. So. Mehr. Foto mit mir machen. Küssen. Mehr oder was Schönes? Und machen. Das Baby ist wach. So, was machen Sie? Bleibt ihr da stehen? Weil ich daran, weil er einen anderen Auftrag hat und das jetzt nicht. Ah, so. So, er fertig erst mit ihm. So. Oh. Und los. Hat er schlechte Laune, alter Schwede. Was willst du denn machen? Jetzt stehst du schon wieder auf. Warte, Bola! So, kommt sie ein Baby? Baby schläft doch. Hast du keinen Hunger? Nö. Dann kannst du natürlich nicht schlafen gehen. Kannst du nicht. Ist doof? Blöde Kuh? Oh, ist sie blöd. So. Schlafen. Ich schlafe jetzt auch. Mann, ist sie blöd. Warte, der kann nicht schlafen, der Typ. Warum kann er nicht schlafen? Was ist denn los mit ihm? Der kann aber nicht schlafen, was ist los? So. Dann nicht. Gut, dass immer so eine Weile stehen bleiben. Und dieser Typ, der gibt mir auf den auf den Sack. Kennt ihr ihn mal irgendwie töten, mal spontan? Hat keine halbe Fresse. So ein Typ. Weißt du, was er hat?
Noch keine Freude, kein Spaß. Mann, warum haben die das nicht? Die können doch alles haben, ist alles da. Obwohl, das ist ja schon ohne Frage. So, auch Hunger. Also auch ein Lüge. So, ein Frühstück und dann auch ein Müsli. Direkt die ekliger Brummer. Ja, wir arbeiten dran. Ja, ja, ich hab da. Hatte ich dir nicht eben gesagt, du sollst essen? Ach so, schon, okay. Das ist aber nur ein Ding, sie sollte aber nur ein Frühstück essen. Müsli. Hatte ich aber gesagt, weil ich mich erinnere. Hm. Und danach wegwerfen. Hm. Was ist ja Spaß mit ihm zu spielen. Hey, spiel doch mal mit ihm. Wir werden uns essen. Oh Mann, ich werde bekloppt hier. Das heißt, sie muss arbeiten. Ja. Was mit dem hier? Ist er irgendwo eingepennt jetzt? Der Typ. Eingeschlafen. Ja. Wollt ihr nicht zur Arbeit? Achso, mal schon, dann schlafen wir auf. Ah. Man muss Erden arbeiten, der Gute. Achso, Baum wollte ich jetzt gar nicht, Entschuldigung. Dumm. Eine Stunde. Ja, muss jetzt schon arbeiten. Der ist ja auch total fertig schon. Hopp, hopp, arbeiten. Da sind wir noch ganz fertig wahrscheinlich. Gefunden. Aber echt doof. Ja, geht doch schon. Also war das Ding, okay. Oh Mann. So, Nina soll Fräulein Süßholz vertreten, die in den letzten 3 Jahren zur Lehrerin des Jahres gekürt worden ist. Dies schüchtert Nina gehörig ein und sie holt Tiefluft, bevor sie den Klassenraum betritt. Doch was sie dort vorfand, raubt ihr den Atem.
Es herrscht ein heilloses Durcheinander. Nina zieht ein Kind von der Decke herunter und will wissen, warum ein Chaos im Klassenraum herrscht. Es stellt sich heraus, dass Fräulein Süßholz nie richtig Unterricht gegeben, sondern die Kinder immer mit Süßigkeiten bestochen hat, damit diese ihre Berichte fälschen. Was? Fräulein Süßholz hat einen großen Einfluss auf den Schulrat. Da ist es riskant für Nina, ihre Entdeckung weiterzugeben. Doch harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Was soll Nina tun, um die Klasse unter Kontrolle zu bekommen? Fräulein Süßholz melden. Viel süßes Essen ignorieren. Nein, melden. Oh, das wird wahrscheinlich nicht gut ankommen, denke ich mal. Die Kinder sind außer Rand und Band. Und Nina hat keine Ahnung, wie sie in einer solchen Situation vorgehen soll. Nina greift zum Telefon und ruft Verstärkung. Augenblicklich stürmt die Pausen auf sich und der Sportlehrer in den Raum, dicht gefolgt von der Rektorin persönlich. Natürlich fällt das auf Nina zurück, weil die denken, natürlich, sie hat das nicht unter Kontrolle. Das ist alles das Werk der Lehrerin des Jahres, schreit Nina und nimmt schnell unter ihrem Schreibtisch Deckung. Die kleine Armee aus Erziehern bringt die Situation rasch unter Kontrolle und Nina kann alles erzählen. Es fällt zwar allen schwer, die Wahrheit zu akzeptieren, aber der Rektorin sind Ninas Leistung durchaus bewusst. Sie befördert sie zur Grundschullehrerin, um das entehrte Fräulein Süßholz zu ersetzen. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber, ja. Das gibt mir Geld. Nina wurde befördert zur Grundschullehrerin. Ob Basteln oder Mathematik, dein Job ist es, die Köpfe der Schüler mit sinnvollem Wissen zu füllen. Pass nur auf, dass sie dir dabei nicht auf der Nase herumtanzen. Nina muss ab sofort von 8 bis 15 Uhr arbeiten. Nina hat heute verdient und ein Bonus von... das ist schön. Was ist denn da los? Ist das Kind da und liegen? Was ist da los? Ich kann da gar nichts machen. Was ist los? Geh mal hier. Ach, ich habe die falsche Person. Ich bin so ein Schwachmat. Ich kann nichts machen. Hier gehen. Ich habe immer noch die falschen Schwachmaten hier. Meine Güte, bin ich blöd. Das kotzt mich schon wieder an. Ja, nehmen wir mal das Kind auf jetzt. Hör auf zu keifen, blöde Kuh. Ja, die Bitch steht im Weg. Oh, Wegscheuchen. Hä? Nein. Lass mal alles killen hier. So, jetzt. Wechselwindel. Oh, Mann. Kriegt ihr das noch einen Griff, ihr beiden? Oh, ich werde bekloppt hier. Die ist nur blöd. Die Bitch. Meine Güte, recyceln. So. Was hat die denn jetzt? So, was hat das Kind für Probleme? Das Kind kann ich ja auswählen. Ich kann nicht sehen, was das Kind für Probleme hat. Ah. So, sie hat Hunger, Harndrang, alles. So, Mittagessen. Fertiggerät, Sandwich. Hier, komm, machen wir ein Sandwich klar. Also, was will sie mit dem Baby jetzt? Kinder tragen? Nein, brauchst du jetzt nicht. Muss essen. Muss essen. Babysitter ist ja noch da. So. Okay, Kühe fällt dir gut. Beschleunigen wir mal die Geschichte. Okay, wunderbar. Was haben wir? Was soll ich sagen? Ah, ja. So, dann musst du dann gleich mal das benutzen. Dann musst du dir mal hier einen schönen Sprudelbad nehmen. Da geht es leider nicht groß hoch. Dann gibt es noch ein bisschen Spielen. So, dann ziehen wir mal alles durch hier jetzt.
Okay, also jetzt schlafen. Spaßpegel konnten wir da nicht einmal anheben. Also jetzt schlafen. Baby schläft auch, wunderbar. Ich höre hier. Ach ja. Ah. Die wäscht das Kind immer am Boden. Was ist denn da los mit der Frau? So. Sie kann nicht schlafen. Vielleicht was hier so da jetzt. Auch abspülen. Abspülen. So. So. Ach, machst du schon. Okay, alles läuft. Okay, und schenken. Warte runter. Vielleicht können sie deswegen nicht so gut schlafen. Das ist ja so. Und die putzt auch. Okay. Immer noch Hunger. Wir haben noch nicht genug gegessen. Und fertig gerichtet ab. So. Ach ja, der nächste schlecht gelaunte ist da. Auch seine Energie ist zu Ende und Freunde hat er auch keine mehr. Die ist interessant. Spielen so. So. Ja, klar. Kleinkind. Oh. Yeah. Okay. Haben wir gar keinen Schrank? Wir haben gar kein Möbel, kann das sein? Haben wir keinen Schrank? Doch, hier. Keine Aktion. Wir können also für ein Kleinkind hier nichts. Was hier? Man kann nichts machen. Kann er da, der Zeit hat für dieses Pferd. Pennt alle. Den Kleidung planen kann ich nicht. Kann man die Kleinkind planen? Kann man sein Outfit nicht planen? Konnte man das nicht vorher? Hallo, hallo? Was ist denn mit Geschwindigkeit? Der rennt ja mit 30 km/h hier durchgegangen. Die ist schon wieder hier weg. Die ist schon wieder im Pen. Die Alte. Oh. Oma,
tabu. Flanusha. Polasta. Quis biba. Grishaba. Jamja. Ja, Spaß, okay. Oh, schön. Okay. Ja, an dieser Stelle, ja, können wir uns hier auch abmelden jetzt. Ich werde mal sehen, ich werde das Outfit von Siam Salim planen. Ja, und da braucht er aber nicht bei sein. Das glaube ich, das ist ein bisschen zu langweilig. Und ja. Und dann muss die Dame des Hauses auch langsam mal schlafen. Die muss noch was essen auch noch. Okay, da werden wir ja noch was zu essen abreichen. Das war Abendessen fertig gerecht. Käsesoße macht sie sich dann mal fertig. So, hoffe ich jetzt hier sind ohne einzuschlafen dabei. Oh, ja, genau. Das, okay, das ist schon sehr ausgefallene Schlafsachen. Naja, die, wie gesagt, die werden wir ändern. Alles klar, habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.